Guten Tag, lieber Zuschauer. Mein Name ist Eugen Schmidt, Russlanddeutsche für die AfD. Wir sind heute zu Gast bei Landessprecher Alternative für Deutschland NRW, Martin E. Renner. Guten Tag, Herr Renner. Guten Tag, Herr Schmidt. Herr Renner, Sie haben damals vor 4 Jahren Logo und der Name AfD entwickelt. Können Sie ein bisschen unseren Zuschauern erklären, wie es damals war? Also ganz ursprünglich ist ja die Vorläuferorganisation unserer Partei eine Internetbewegung gewesen, die hieß Wahlalternative 2013. Das war so ein Zusammenschluss von 20.000 Leuten, hauptsächlich übers Internet. Und das war ein Zusammenschluss, der sich gegen diese Rettungsschirme des Euros, Euro, dieses wahnsinnige, missglückte Währungsexperiment, letztlich gegen diese Rettungsschirme war diese Bewegung gerichtet. Und dann sind wir zusammengekommen. Ich war in dieser Bewegung damals Landesbeauftragter und dann auch im Bundesvorstand. Und dann haben wir uns bei einer Gelegenheit mal mit 70, 80 Leuten getroffen. Und dann haben wir festgestellt, eigentlich müssen wir eine Partei gründen. Und während dieser Zusammenkunft in Hannover wurde ich dann beauftragt, ich soll den Namen entwickeln und soll das Logo entwickeln, weil ich das einfach berufsbedingt gut darstellen konnte und realisieren konnte. Und wir haben uns dann eben den Namen ausgedacht, da waren dann so 10, 15 Vorschläge. Und ein Vorschlag, der dann besonders gut uns gefiel, war Alternative für Deutschland. Und wir haben dann auch das Logo dafür gemacht. Das Logo, was heute mittlerweile ja jeder kennt und was auch oft für manch einen unserer politischen Gegner eben den Stein des Anstoßes auch gibt. Wir haben uns dann getroffen am 6.2.2013 in Oberursel. Am Schluss waren wir noch 16, 17 Mann. Und dann haben wir die Partei Alternative für Deutschland gegründet. Trotzdem will ich Ihnen sagen, dass dann dieser Namensvorschlag Alternative für Deutschland 3 Stunden lang Anlass für Debatten war innerhalb dieser 16, 17 Leuten, weil für Deutschland, um Himmels Willen, für Deutschland, das ist doch schon so ganz arg politisch positionierend, denn es gibt eigentlich bis dato keine Partei in Deutschland, die sich explizit getraut zu sagen, wir wollen Politik machen für Deutschland. Das hat sicherlich seine Gründe, aber wenn man sich mal überlegt, in Italien oder Frankreich, wenn sich da eine Partei gründen würde für Frankreich oder für Spanien oder für Italien, da würde kein Mensch sozusagen da irgendeinen Zweifel haben können. In Deutschland ist das ein bisschen anders gewesen. Wir haben dann sehr lange darüber debattiert, hatten dann ursprünglich nochmal andere Alternativen für diesen Namen, aber ganz am Schluss hat sich dann eben doch Alternative für Deutschland durchgesetzt. Und das ist auch richtig so, denn die Alternative für Deutschland will einfach Politik machen für Deutschland und für die deutsche Gesellschaft, für die deutsche Bevölkerung, für das deutsche Volk, auch wenn diese Begrifflichkeit auch schon wieder ein bisschen anrührig ist. Das wollen wir machen. Und das machen wir auch. Und deshalb sehen wir uns auch häufig so stark diesem Druck ausgesetzt, den die vereinten Linken in Deutschland einfach auf uns auszuüben meinen. Danke. Andere Frage. Viele Russlanddeutsche, viele Bekannte oder Verwandte von mir stehen zwar zur AfD, aber haben Angst, offen diese Position zu zeigen. Weil man hat wirklich Angst für diese politische Darstellung, also für politische Bekenntnis verfolgt zu werden. Können Sie diese Situation kommentieren? Ist das wirklich so? Ja, ich glaube, dass das so ist, aber ich glaube, es trifft nicht nur die Russlanddeutschen, sondern ich glaube, das trifft auch viele Leute, die zum Beispiel in der Verwaltung arbeiten oder in der Staatsbürokratie oder im Staatsdienst. Es ist einfach in Deutschland mittlerweile ein politisches Klima, dass derjenige, der nicht diesem linken Mainstream, aber man könnte es auch nur sagen, diesem linken Zeitgeist entspricht, wird außerhalb der Debattenbereiches einfach gesehen. Und wer eben nicht in diesem Strom mitschwimmt, der wird sozusagen ausgegrenzt, als nicht mehr demokratisch dargestellt, obwohl die Grundlagen der Alternative für Deutschland, die Aufrechterhaltung und die Bewahrung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sozusagen die Grundüberzeugung der Alternative für Deutschland ist.
Aber das ist einfach unsere mittlerweile in Deutschland befindliche Kultur. Alles, was nicht links ist, ist sozusagen nicht akzeptiert. Aber das darf uns nicht stören und ich muss auch hier an die Russlanddeutschen appellieren und sagen, Freiheit als Grundwert dessen, was wir anstreben und erhalten wollen, muss auch immer wieder verteidigt werden. Freiheit bekommt man nicht geschenkt. Und wenn alle anderen linken Kräfte uns versuchen auszugrenzen, dann müssen wir die Kraft haben, um zu sagen, okay, wenn alle anderen links sind, dann sind wir systembedingt eben rechts, was aber nicht heißt, dass wir außerhalb der Verfassung wären, sondern wir sind eigentlich die Kämpfer für unsere Verfassung, für unser Grundgesetz, für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja, danke. Wir erleben derzeit eine Situation, dass einerseits Hunderttausende oder Millionen von Migranten aus muslimischen Ländern einfach ohne Pass, Pässe nach Deutschland kommen und andererseits die Russlanddeutsche, deren in ehemaligen sowjetischen Republiken immer noch etwa eine Million lebt, die dürfen nicht mehr nach Deutschland. Man hat die Regeln so verschärft, dass momentan kaum jemand aus Russlanddeutschen nach Deutschland umsiedeln kann. Können Sie diese Situation, die für uns unerklärlich, kommentieren? Also ganz informiert bin ich über diese Situation nicht, aber wenn es so ist, wie Sie es darstellen, dann finde ich das absolut empörend, weil die Russlanddeutschen, die in den letzten 20 Jahren, 25, 30 Jahren gekommen sind, das sind ja Menschen in der Regel, die über Generationen hin auch deutsche Wurzeln hatten. Und wenn die jetzt hier zu uns kommen wollen, dann empfinde ich das als eine ganz normale und auch richtige Form, dass wir das akzeptieren, dass sie zu uns kommen. Und wir sehen ja auch bei den Russlanddeutschen, die letzten 20, 25 Jahre kommen, wir haben da ja gar keine Probleme. Wir reden da ja nicht über Integrationsprobleme, sondern die kommen zu uns und sind innerhalb kürzester Zeit, ihre Kinder lernen innerhalb kürzester Zeit die Sprache, wenn sie dann hier geboren werden. Sie arbeiten hier, sie sind Elemente und Mitglieder der werteschaffenden Milieus, sie arbeiten. Und Integrationsprobleme gibt es ja hier gar nicht. Wir reden ja hier noch nicht mal von Assimilation, sondern es sind Deutsche im wahrsten Sinne des Wortes. Dass aber andere momentan bevorzugt werden, wenn sie hierher zu uns kommen wollen als Zuwanderer, wo die Gefahr besteht, dass sie vielleicht erst sehr spät oder gar nicht in unsere Wirtschaftsprozesse, in unser Arbeitsleben integrierbar sind und auch vielleicht ihre Herkunftskultur für viel, viel wertvoller halten als unsere hiesige Kultur, dann kann man ja schon sehen, was sich hier abspielt, dass es gar keine Frage der Integrationsbemühungen ist, sondern dass sich hier veritable Gegengesellschaften aufbauen. Und wenn man das jetzt in Vergleich mit den Schwierigkeiten, wie Sie sagen, dass Russlanddeutsche haben, hierher zu kommen, vergleicht, dann kann man nur sagen, das ist einfach ein desaströses Ergebnis dieser Politik. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön.